Und du bist auch am Arsch, Schwalb. Und noch zwei, nur noch zwei und bloß bei einem weiß ich nicht, wo er ist. Was nicht so das Problem ist. Oh, einen von euch habe ich noch nicht gelootet. Zwei Splittergranaten? Geil. Nur bei einem von euch beiden weiß ich nicht, wo er ist. Den anderen habe ich schon gekillt. Ja, diesmal ging das Lager aber auch sowas von leicht. Da ist ja noch einer, den ich nicht gelootet habe. Schrot voll. Schrott voll. Schrot. Da ist der letzte. Markiert. Und jetzt bräuchte ich nur noch ablenken. Hey Mann, komm endlich raus. Machen wir das Ganze kurz. Ich hab's kurz gemacht. Verletzt. Wird Zeit, es zu beenden. Dankeschön, du Lappen. Für den Lappen. Willst du? Cool. Nehmen wir natürlich mit. So, und jetzt der letzte. Kleine Kackspaten. Der denkt, er könnte hier irgendwas. Ich hab was gesehen. Hier irgendwas zu melden. Das war der letzte. Alter, das war der brutalste. Ihr werdet hier keine weiteren Hinterhalte mehr legen. Ein Bunker. Ja, ich wette, die haben einen Bunker. Ich muss ihn nur finden. Ja, da mein Inventar sowieso bei fast allem voll ist, brauche ich jetzt nicht weiter looten. Auf zu meinem Motorrad. Manche tun so, als seien Gesetz und Ordnung Dinge der Vergangenheit. Aber soweit ich weiß, sind das immer noch die Vereinigten Staaten von Amerika. Voll leise. Und in Amerika darf das Eigentumsrecht nicht verletzt werden. Wir haben das Recht, Land zu beanspruchen, es zu halten und zu verteidigen. Ja, wir nahmen den Indianern dieses Land, das lässt sich nicht leugnen. Aber wir nahmen es uns mit Gewalt. Und Gewalt ist das Einzige, was uns jetzt weiterbringt. Wir weichen nicht vor ein paar Schlägern zurück. Wenn Nero oder die Ripper oder Plünderer denken, sie könnten meine Wildnis auf den Kopf stellen, dann haben sie sich getäuscht. Die Stärksten überleben. Die Stärksten nehmen. Und die Stärksten werden triumphieren. Hier ist Mark Copeland für Radio Free Oregon. Glaubt, die lügen nicht. Ach komm. So tief bin ich nun wirklich nicht gefallen. Kleiner Waldspaziergang gefällig? Scheiße, das ist denn ja alles ummauert, ey. Dreck. Ah, hier ist eine Brücke. Oh, Naturtrail. Schön. Schon schön, schon schön. Ich habe das Gefühl, ich bin sowas von falsch. Scheiße, die kommt mir gefährlich nahe, die Alte. Und weiter geht's. Spaziergang mit meinem Benzin. Aber eigentlich wollte ich ja zu meinem Motorrad, ne? Brauche ich hier noch ein bisschen was für Medikits und sowas hin? Weiß ja nicht. Ob das bei mir schon wirklich alles voll ist. Ne,
Scheinbar nicht. Ja, scheinbar nicht. Erstmal zum Motorrad, dann zum Punkt. Weil wir wollen ja auch irgendwo mal abspeichern irgendwo, ne? Ah ja, kleine Voraussicht, dass Mittwoch zwar gestreamt wird, aber nicht abends. Also nicht unbedingt nachts. Das liegt einfach nur daran, dass ich da ins Kino fahren werde. Das wollte ich nur mal so vorweg schon mal gesagt haben. So, jetzt fixst du mein Motorrad und dann weg hier. Ganz fix. Hätte ich doch lieber auf Ausdauer gehen sollen, aber dann wäre ich wahrscheinlich schon wieder tot gewesen. Ah, hier wäre ein Lappen gewesen. Hier. Die ganze Zeit wäre hier ein Lappen gewesen. Ja, ich habe keinen Bock mehr. Das ist doch nicht wahr. Schrott habe ich mehr als genug. Da vorne liegt ein Motorrad. So, ja, ich bin kein Meter gefahren. Und trotzdem ist der Tank schon wieder leer. Im Prinzip könnte ich jetzt das letzte fucking Nest auch noch suchen und das auch noch anzünden. Ist garantiert da in der Halle irgendwo drin. Irgendwo hier in der Halle. Jede Wette? Ah ne, das ist die Halle, die ich sowieso schon angezündet hatte, ne? Ach, die will kämpfen. Kannst du haben, Schlampe. Ja, das war die Halle, die ich sowieso schon angezündet hatte. Ist ja langweilig. Hä? Wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Der ist mir hier auf den Sack mit einem komischen Geschrei. Weil irgendwo muss hier ja noch ein Nest sein. Ist egal, komm ich überhaupt. Was bedeutet das Kreuz hier vorne? Das, hat das irgendwas zu sagen? Ach, was soll's. Kann ich mich darum kümmern, wenn ich mich mit dem Spiel noch ein bisschen besser auskenne. Let's go! Jo, war eigentlich ganz lustig. Also wir haben unsere Aufgabe, die Nester zu zerstören, erfüllt. Wir haben ein ganzes Banditencamp ausgelöscht. Also die Aufnahmesession hat echt mal Spaß gemacht, würde ich sagen. Also mir zumindest. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich fand das eigentlich ganz cool. Hey Cop, der Kerl, den ich suche, den hat er getötet? Warum fragst du? Es geht doch nur um den Job, oder? Hör zu, Sir. Das ist mir absolut egal, okay? Ich will nur ihren Namen. Wen, Cop? Einer von ihnen hieß Randall. Er war fast ein Jahr lang im Camp. Die anderen beiden kannte ich nicht. Soll ich nachfragen? Nein, lass gut sein. Wenn du den Mistkerl hast, funk mich an. Komplett Ende. Lake ist da, wie lange willst du noch machen? Ich will jetzt noch in das Camp reinfahren, gucken, was hier noch so passiert und dann. Im Prinzip soll es das dann auch schon wieder gewesen sein für die Aufnahmesession, weil ich mit meinen Rückenschmerzen echt nicht länger hier rumsitzen möchte. Also heute leider auch nicht so lange und das könnt ihr meiner Arbeit verdanken. Camphändler. Camphändler verkaufen dir Herstellungszutaten, Waffen, Munition und Vorräte, wenn du genügend Vertrauen und Punkte hast. Auf höheren Vertrauensstufen schaltest du neue Objekte frei. Wenn du eine Waffe kaufst, wird sie automatisch deinen Waffenschrank hinzugefügt. Wisst ihr Bescheid? Vorräte wären ganz nice.
Munition voll. Pistolenmunition kostet mir $24. Was haben wir hier noch? Handfeuer-Schallwaffe. Kann ich 2 Mark kaufen, kostet mich $30. Primärwaffenschalldämpfer ist für mich noch nicht freigeschaltet, aber... Ich repariere deine Waffe. Schnell und gut. Ach, die kann ich bloß 2 Mark kaufen, so. War das alles? Pistolenmunition nochmal nachfüllen, cool. Schrank. Für diese Waffe kann keine Munition gekauft werden. Schade. Na dann. Dankeschön. Was bist du für eine? Ey, komm. Ich habe auch Rückenschmerzen. Ich glaube, Leon wollte dir das bringen. Weg. Eine weise Entscheidung. Wirklich weise. Geh mal zu Manny. Vielleicht kann er dir mit deinem Bike helfen. Trophäe erhalten. Speziallieferung. Lieferung für Copfield. Copfield, ja, Vertrauen schon mal fast auf Level 2 hochgebracht. Jagd auf Leon. Ziel. Leon ist ein Drogendieb und ein Mörder. Und auf seinem Kopf ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Camp-Mechaniker. Beim Camp-Mechaniker kannst du dein Bike auftanken, reparieren, anpassen und Motorradteile verbessern. Das war mal schnell vorgelesen. Leistung, Optik, Lackierung. Ich musste doch bei Optik sowieso schon was frei haben, oder? Dadurch, dass ich das vorbestellt habe, das Spiel. Akzentlackierung. Bereits ausgerüstet. Menü ausblenden. Also gefällt mir strahlend ja besser, ganz ehrlich. Ich kann mir Dekor für $10 kaufen. Irgendeine Idee? Leute? Schreibt mir das mal in die Kommentare, was euch von den ganzen hier am besten gefallen würde. Oder schickt mir ein Bild bei Instagram. Oder Facebook, da könnt ihr mir auch Bilder schicken, welches von denen ihr bevorzugen würdet. Willst du denn irgendwas kaufen? Geh dich einen Scheißdreck an, du hast mein Motorrad auseinandergenommen, eigentlich müsstest du mir das schenken. Affe. Kann ich da nicht ranzoomen oder so? Das wär noch so eine nice Aktion vom Spiel, wenn ich da noch ein bisschen ranzoomen könnte. Wenn ich mir das genau angucken kann, wenn ich das Menü ausgeblendet habe. Weil wenn ich das Menü einblende, dann kann ich halt ein bisschen dichter rangehen. Hier. So ein Messer durchs Herz, das wäre natürlich nice. Aber wie gesagt, schreibt mir erstmal bitte in die Kommentare, wenn das als Video draußen ist, was davon drauf machen soll. Solange spare ich mir erstmal eins zu kaufen. Dann sagt ihr mir Bescheid, welches ihr am geilsten findet. Daraus mache ich jetzt eine kleine Abstimmung. Und je nachdem, was ihr sagt, das nehme ich dann. Gehen wir mal auf Optik. Scheinwerfer. Bringt mir das was? Ist das ein großer Unterschied? Scheinwerfer 1, Standardscheinwerfer, Scheinwerfer 1. Stimmt irgendwas nicht? Halt doch dein Maul. Komm, den hauen wir aber schon mal drauf. Cool. Brauchst du noch was? Ja. Boah, Alter, ich muss hier unbedingt Vertrauen aufbauen mit den Leuten. Warte mal, nee, das muss ich mir aber tatsächlich mal so angucken. Weiß nicht, also so einen fetten Auspuff finde ich eigentlich immer geil. Aber der hier ist natürlich auch nice. Komm, oh ja, 140, weg damit. Den juckt's. Ja, das war klar. Keine Verkleidung, Verkleidung. Ach, da gibt's auch noch Haltbarkeit für. Cool. Das war's bei dem schon. Leistung. Also Benzintank brauchen wir unbedingt, aber da können wir, ja, haben wir schon einen größeren ausgerüstet. Standardrahmen. 450 für einen Rahmen erhöht die Schadensmenge, die dein Bike aushalten kann. Okay.
das unbedingt, unbedingt. Tank hatten wir gerade, ne? Aufbewahrung, bestimmt wie viel Munitionsschub dein Bike transportieren kann. Ja. Ich muss unbedingt dafür sorgen, dass wir... Reduziert die Lärmentwicklung deines Bikes, sodass Gegner dich nicht so schnell hören. Also ein Schalldämpfer oder was? Gute Wahl, Mann. Komm, ich krieg eh wieder Geld. 1200? Steigt die Höchstgeschwindigkeit deines Bikes. Natürlich auch geil. Ja, jetzt habe ich aber kaum noch Geld, ey. Lachgas. Bereits ausgerüstet, ja. Reifen. Verbessert die Traktion. Ja, aber der mich pleite. Cool. Brauchst du noch was? Ich werde mir keine Waffen kaufen oder so, von daher war es das jetzt mit dem Bike. Ach, reparieren kann ich es auch noch lassen. Nachtanken und reparieren für 54 Dollar fürs Nachtanken. Nee, okay. Danke. Reparieren kriege ich auch alleine hin. Kann ich auch mal was verkaufen oder so? Da ist mein Bike. Damon. Dein Name ist doch Demon. So, gespeichert haben wir jetzt auch. Und irgendeiner wollte auch hier gerade was von mir. Oder sehe ich das falsch? Was geht's denn? Küche. Campküche. Fleisch und Pflanzen können gesammelt und in der Campküche abgegeben werden, um Vertrauen zu gewinnen, um Punkte zu erhalten. Verschiedene Fleischsorten und Pflanzenarten bieten unterschiedliche Belohnungen. Das ist cool. Ich habe hier zweimal Wolfsfleisch. Alles verkaufen, komm. Das war's erstmal. Komm mir nicht in die Quere. Bitte was? Ich war voll nett zu dir, Digga. Ich hab doch vorhin Pilze aufgesammelt. Wieso kann ich die denn nicht verkaufen? Das ist ja voll gemein. Ich hoffe, jetzt habe ich ein bisschen mehr Vertrauen bei euch. Ich will doch nur euer Freund sein. Mensch. Hätte nicht gedacht, dich so oft hier zu sehen. Warum nicht? Ich schau nur. Ich mach dir das Tor auf. Ich will gar nicht abhauen. Ich will gucken, welche Medizin ich hier noch klauen kann. Ahaha. Hi. Es geht. Ich bin da neu. Ich komme jetzt öfter. Irgendwas dazu zu sagen. Warte mal, kümmert die sich jetzt um mich oder? Das wäre mal übergeil. Hä? Was ist los mit dir? Also ernsthaft, ich gehe. So Leute, das war's auch wieder mit diesem Part. Ich hoffe, euch hat's gefallen, alle, die jetzt zuschauen und die später als Video sehen werden. Ling. Beim nächsten Mal sehen wir uns dann hier wieder. Wenn es wieder heißt, Days Gone. Ich wünsche euch noch eine gute Nacht und viel Glück. Bis zum nächsten Mal. Ciao.